Hallo meine lieben Angelfreunde, willkommen zu einem neuen kleinen Guide-Video von mir zu Fischer Online. Wir befinden uns, beziehungsweise ich befinde mich immer noch in Kasachstan. Und heute geht es um den Bester und um den Glattstör. Und ja, weil wir einen großen Beifang haben, auch um den großmäuligen Büffelfisch. Aber primär war ich eigentlich auf der Suche nach einem Spot für Bester und für Glattstör. Wie man sieht, die sind hier nicht oft vertreten. Das sind wir auch hier. Ich selbst mal gucken, wo steht er denn? Der Glattstör genau hier. Und hier der Bester, wie man sieht, hier nicht oft vertreten. Und ja, also gucken wir erstmal, wo wir stehen, was für ein Setup wir genau nutzen. Und ja, vielleicht beißt in der Zeit auch was an. Von der Route hier rechts bitte nicht irritieren, das ist einfach nur zum Test. Also grundsätzlich, wir starten hier, wir schnappen uns das Motorboot mit den drei Routen, fahren dann hier hin, wo ich stehe, zu 218, 163. Ich habe da ein bisschen länger probiert. Ich habe sowohl, einen Moment, einmal hier probiert, auf Bester zu gehen, dann hier eben auch. Da hatte ich dann aber leider nicht so Glück. Des Weiteren hatte ich es hier versucht, da war es auch nicht so erfolgreich. Hier könnte es vielleicht noch gehen oder vielleicht auch hier hinten. Und hier hatte ich auch schon mal einen, aber da die ja meistens in einem tiefen Gewässer und am Meeresboden sind, habe ich mir gedacht, komm, probier's das halt mal hier in dem 15 Meter Bereich, da wir nur mit Plumpswürfen arbeiten. Vorweg sei gesagt, mein Setup, was ich hier benutzt habe, könnt ihr natürlich alles wieder in der Videobeschreibung nachlesen und dann fangen wir mal an. Also, wir haben drei Routen. Ich möchte euch bitten, auch diese großen Routen zu nutzen, wenn ihr welche habt. Zur Not, es geht auch, wenn ihr jetzt, sage ich mal, keine DLC-Routen habt, könnt ihr natürlich auch die Routen nehmen, wie zum Beispiel Carp Hunter, ich glaube 30 Kilo oder was es da noch gibt. Ich habe als sicherheitshalber eben die genommen mit einem passenden Setup und das gucken wir uns jetzt erstmal an. Wie gesagt, die hier ist nur zum Testen, weil ich halt eben gedacht habe, komm, wirfst sie einfach mal aus, vielleicht geht ja doch mal ein Wels drauf. Wie zu erwarten, natürlich passiert da nicht viel, beziehungsweise gar nichts, aber ist ja nur zum Testen. Also grundsätzlich könnt ihr mit drei Grundrouten arbeiten. Ihr könnt natürlich, wenn ihr die Salamo Carp Hunter Gold habt oder die hier natürlich, könnt ihr die dreimal nutzen. Also, das Setup sieht aus wie folgt. Für den Bester, da der auch ziemlich gut auf Köderfisch beißt und wir da nicht so viel Beifang haben, aber auch die Bissfrequenz nicht so hoch ist, habe ich eben mich hierfür entschieden und für einen Zweierhaken halt eben hier wieder mit 8 bis 61 Kilo. Und dann eben das Störfutter, was ich dann jetzt auch gleich nochmal zeige, falls ihr es nicht schon kennen solltet. Gehen wir das Ganze nochmal zusammen durch. So, meine zweite Grundroute ist jetzt einfach mit einer Muschel, da sowohl der Glattstör als auch der Bester da drauf beißt, aber auch der großmäulige Büffelfisch, habe ich mich hier eben für die 45 Kilo Route entschieden, eben auch mit der passenden Rolle und der passenden Schnur, dem passenden Setup eben zusammen. Und halt eben hier wieder der zwei Haken und dann hier wieder Störfutter. Und bei der dritten, wie gesagt, das ist nur zum Probieren, weil ich gedacht habe, ich beiß ja doch mal einen Wels aus Mitleid an. Ich weiß auch nicht, ob man den Wels hier, wo ich gerade stehe, gezielt fangen kann. Den hat man meistens als Beifang irgendwo mit dabei. Deswegen wird auch zu dem europäischen Wels, falls ich jetzt nicht gezielt einen Spot finden würde, auch kein Video kommen. Also da bitte nicht irritieren lassen. So, dann gucken wir uns doch mal das Futter an, was wir hier haben. Und zwar, wir haben das Störfutter, was ich hier gemischt habe. Und zwar einmal das Störfutter, dann grüne Muschel hier hinzugefügt, dann hier gehackte Muschel und dann nochmal Muschel als Köder. Also wirklich doppelt gemoppelt bis zum geht nicht mehr. Und ja, das ist eigentlich schon das Ganze, was hier dazu zu sagen ist. Wenn man sich hier jetzt mal meinen Kescher anguckt, klar, hier sind ein paar andere Fische drin. Weil ich halt eben darauf hoffe, dass vielleicht doch mal eine Aufgabe kommt, wo wir eben die Fische abgeben können, aber das klappt nicht so, wie ihr hofft. So, dann haben wir hier, wie ihr seht, der Beifang. Hier kann sogar ein Hecht mal beißen, das ist aber, glaube ich, eher selten, da die ja eher drauf gehen, wenn man jetzt mit Matchrouten angelt. Ja, und dann hat man eben halt auch mal tagsüber gerade ziemlich oftmals den schwarzen Amo dabei. Oder eben der großmäulige Büffelfisch. Und wenn man halt eben Glück hat, weil wie gesagt, ich sag's gern nochmal,
Da der Bester und der Glattstör nicht oft vorhanden ist, ist es auch sehr gering, die zu fangen. Deswegen bin ich froh, dass ich die habe. Jetzt fehlt mir nur noch so ein kleiner Sack. Der Sumpfkrebs. Da habe ich leider noch keinen Spot dafür, da bin ich immer noch am Suchen. So, jetzt machen wir mal eine Sache. Die packen wir mal weg. Dann nehmen wir mal die andere Salamo Carpenter Gold. Machen hier das gleiche Setup drauf. Warten dann vielleicht noch mal kurz ab. Vielleicht beißt ja dann doch noch einer an. Da ist noch Setup vom Wildkapfen drauf. Ja, nehmen wir einfach. Moment, was ich auch gesehen hatte, die Maulwurfsgrille. Wobei ich da echt skeptisch bin. Ich glaube eher, dass das mehr ein zufälliger Beifang war. Und wie wir auswerfen, einfach hier, wenn wir gucken, da vorne ist das Haus. Und da einfach einmal kurz links klickst und Plumpswurf. Und natürlich absinken lassen, da sich die Störer hauptsächlich am Grund aufhalten. Die kommen natürlich auch mal hoch, aber eher selten und deswegen eben hier so. So, jetzt warten wir mal eben noch einen Moment ab. Ich pausiere mal die Aufnahme und dann gucken wir mal, beziehungsweise wenn dann was beißt, dann melde ich mich gleich zurück. In diesem Sinne, bis gleich. So, meine Freunde, da bin ich wieder. Ja, die Bissfrequenz nachts ist da nicht so gut. Die können zwar natürlich auch nachts beißen, was ich auch schon des Öfteren hatte. Das ist hier jetzt aber leider nicht der Fall. Dennoch, wenn man hier mal drauf achtet, eben ab hier sind halt eben hier die ganzen Fische, die gefangen wurden. Sowohl hier, wie man sieht, auch der großmäulige Büffelfisch geht auf den Golden Shiner, als auch mal ein Hecht und dann halt eben hier der Glattstör und halt eben der Bester. Grundsätzlich sei da gesagt, mit der Muschel könnt ihr damit gut angeln, wobei da der Beifang, wie man es eben gesehen hat hier, beim großmäuligen Büffelfisch hier ziemlich oft vertreten ist, mal abgesehen von dem einen goldenen Shiner. Waren die anderen Beifangfische immer der großmäulige Büffelfisch eben auf die Muschel? Deswegen habe ich halt den Golden Shiner genommen. Ja, meine Freunde, in diesem Sinne, was das von mir mit meinem kleinen Guide-Video? Lasst euch gesagt sein, tagsüber beißen die besser oder in den frühen Morgenstunden, wie so ab, ich sag mal so ab 6 Uhr rum ungefähr, hat das bei mir eigentlich ganz gut geklappt, aber es kann halt auch mal bei der Muschel gerade auch mal ein schwarzer Amorn beißen. In diesem Sinne, bedanke ich mich recht herzlich bei euch fürs Einschalten, sage danke und bis zum nächsten Mal. See ya!